Einen wunderschönen guten Morgen da draußen. Die Werkbank ist leer, da gibt es jetzt nichts mehr. Gut, da muss jetzt auch nicht mehr sonderlich viel her. Außer das vielleicht. Die Eisenschaufel ist ja gut. Wer macht denn sowas? Wir haben einfach auch überhaupt kein geschmiedetes Eisen mehr, weil wir alles für unsere Zugbrücke verballert haben. Also, ja, haben wir. Schmeißen wir hier auch wieder ein bisschen Eisen rein, dass wir wieder wissen, was kommt. Das geht ja verhältnismäßig flink. Ich meine mich zu erinnern, dass 16 reichen. Das Gedächtnis des Rhythmikers ist gut. Okay. Bisschen wenig Anlauf. Da tut man sich ein bisschen am Spickes weh. So. Wir machen hier lustig fröhlich weiter. Ich glaube, ich werde jetzt hier auch noch mal so ein bisschen... Ach Gott, ah. Meine Fresse. Nach langer, langer Zeit hat der Timo irgendwie das Bedürfnis bekommen, seinen Minecraft AIDA-Server einfach mal wieder fit zu machen. Und jetzt haben wir eben gerade ein bisschen rumprobiert und gemacht, getan, um zu gucken, ob das da jetzt alles so funktioniert, wie es soll. Ja. 5 Minuten Minecraft rumprobiert und schon kriegt man hier die 7-Days-Steuerung nicht mehr gebacken. Ist alles wie früher. Ist so schön. So. Mal ein bisschen deforsten hier. Schnauze, Junge. Ja, Bubu, deforsten. Hey, wie wär's denn mal? Ich hatte das früher zu Minecraft-Zeiten, war Minecraft auch immer das Projekt für politische Themen. Und ich hatte es ja hier auch schon angekündigt, dass ich das auch hier aufleben lasse, wenn's die Situation so gäbe, Dad. Und ich sag mal, da wir jetzt doch intensiv so ein bisschen in den Baumodus kommen, bietet sich das an. Und weil ich jetzt gerade hier so ein bisschen die Bäume hacke, ist ja gerade ein ganz aktuelles Thema. Und da dachte ich, hey, da sage ich doch auch mal meine Meinung zu. Andere machen das in ihren eigenen speziellen Vlogs. Weiß nicht, warum ich jetzt Federn mitnehme. Ich mach das halt hier. Warum auch nicht? Oh Gott, ich bin ein wenig außer Puste. Ich bin schon so durch die Büsten. Weil ich zu viel jagt oder was? So. Wir sind jetzt erstmal ganz viel am Bauen und da passiert so viel nicht, worüber ich berichten könnte. Außer, ja, meine Damen und Herren, Achtung, 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 ich setze einen Stein, hätte ich gedacht, wa? Genau, und das ist ja, das will ja niemand. Komm ich hier eigentlich noch hoch? Nein, komm ich nicht mehr. Jetzt war da mal Steinen. Ups, da, so, wie auch immer. So, wenn Netta sich ausnahmsweise mal vorbeizieht, in letzter Zeit habe ich das Gefühl, immer wenn ich mich mit euch konfrontiere und mich mit euch beschäftige, setzt das mal der Performance zu. Irgendwie kriegt das mein Rechner gerade nicht so gebacken. Früher hatte da keinen Stress mit gehabt, aber naja. Bin halt zugegeben immer noch ein bisschen damit beschäftigt, an meinem System zu basteln, dass die Aufnahmen wieder sauber laufen. Es wird besser, aber es ist noch nicht perfekt. Wie weit das an dem Aufnahmeprogramm selbst liegt, dass sie vielleicht mit einem nächsten Update da auch mal wieder ein paar Bugfixes reinhauen müssen, das weiß ich nicht. Aber zurück zum Thema. RWE ist heute das Thema in dieser Folge, weil wir jetzt hier gerade so schön die Bäume gehackt haben, wo jetzt da hinten hier die Knuffis losknüffeln. Ja, so mächtig eilig. Ja, warst du, wie schnell die jetzt hier verschwunden sind. Krasser Scheiß. So, ich wollte nämlich eigentlich auch einfach, deswegen hab ich mir auch eine neue Schaufel nochmal gemacht. Einfach die Dings. Den Boden hier nochmal machen. Ich glaube, zu dem Zweck
Keine Kirche Trost. Die werden wir sowieso brauchen. Noch ein paar Steine durchknödeln. So. Ja. Also ich bin ja immer sehr viel privat unterwegs. Nicht nur bei YouTube, sondern auch bei Facebook. Nicht, weil ich so ein super mega Medien-Fan bin, kann ich jetzt eigentlich von mir nicht behaupten. Mir geht eigentlich das meiste, was man gerade bei Facebook liest, eher ziemlich auf den Senkel. Aber gerade deswegen, genau aus diesem Grund mache ich das, weil ich mir so gerne auf den Senkel gehen lasse. Und weil es mich einfach interessiert, was die breite Masse so für Nonsensgedanken hat. So, da unterfütter ich direkt, damit mir hier nicht irgendwie aus welchem Grund auch immer plötzlich mein Holzgerüst absegelt. So. Ja, und da ist jetzt momentan alles voll mit irgendwelchen Anti-RWE-Pro-Hambacher-Wald-Meldungen. Weil es ja so ist, dass der Konzern RWE gerade dabei ist, unsere gesamte Natur, die gesamte Erde, die gesamte Welt für alle Zeiten gänzlich zu vernichten, indem sie sich erdreistet, Braunkohle aus dem Boden zu zupfen. Jetzt ist natürlich, wenn man sich die Bilder anguckt, ist natürlich klar, dass dieser ganze Tagebau, diese riesige Fläche der RWE zum Braunkohleabbau im Gesamten vielleicht nicht so schön aussieht. Ziemlich große braune Fläche. Wenn man sich mal so von der Ecke die Satellitenbilder anguckt, man sieht ziemlich viel braune Fläche und man sieht einen Hauch von Wald nebendran. Das, ja, mag jetzt nicht so schön sein. Und da regen sich natürlich die Leute auf, wie kann man das tun? Und da muss man doch jetzt mal gegen angehen. Und das kann doch nicht sein. Das darf nicht sein. Jetzt könnte man sagen, okay, diesen Tagebau, den gibt es schon seit weiß ich wie vielen Jahrzehnten. Die sind da seit Ewigkeiten schon beschäftigt. Jetzt auf einmal machen sie einen riesen Aufriss. Gut, das ist aber jetzt nicht jetzt auf einmal. Das ist halt jetzt halt Zeitpunkt von Facebook. Da kann man das natürlich jetzt wesentlich besser als früher. Da haben sich die Leute auch schon aufgeregt, da hat es nur einfach keiner gemerkt. Da hat sich das Bewusstsein der Aktivisten einem noch nicht so aufgedrängt. Jetzt ist es doch so, dass da gerade in diesem Hambacher Wald doch tatsächlich schon seit einigen Jahren ein wenig die Aktivisten von den Bäumen baumeln oder auch andersrum. Na, die haben ja jetzt so gerade nicht gestern erst da ihre Baumhäuser in die armen Bäume reingedübelt. Na, die Bäume, die sie unbedingt schützen möchten, wo sie ihre Häuser reingeschraubt haben und wo sie die ganze Zeit auf den Bäumen rumhocken, was Bäume natürlich unglaublich gerne mögen, dass man die ganze Zeit auf ihn rumklettert und bei der Rumkletterei ihnen die Rinde abreißt und die Zweige zerbricht und, na gut, das ist ein anderes Thema. Das würde ich halt zugegeben jetzt doch ganz gerne hier rausroppen. Muss ich gestehen. Da sind nämlich jetzt hier doch die richtigen Eisenmengen, die da jetzt schon ein bisschen mehr bringen als normale Steine. Wenigstens so ein bisschen. So, das machen wir jetzt wieder zu. Dass wir hier nicht instabil werden. So, aber 295, das hat uns jetzt mal wenigstens so ein bisschen was an Eisen gebracht. Mehr hoffe ich dann im Untertagebau und nicht hier im Tagebau zu holen. Ja, für meinen Tagebau, hier sind auch ein paar Bäume gestorben. So ist das halt eben. Was will man da machen? Klingt jetzt ein bisschen gemein, wenn ich sage, oh ja, so ist das halt, was willst du da machen? Aber prinzipiell habe ich ja nichts dagegen, dass die Leute sich da aufregen und dass da versuchen, ja, die Leute versuchen, ein bisschen die Umwelt zu schützen und zu sagen, hey, das kannst du doch nicht machen. Und wir müssen doch unsere guten Wälder schützen, das ist ja auch alles ganz okay und ich finde das auch immer gut, wenn man sich ein bisschen für was einsetzt.
Was mich an dem Ganzen stört, ist die Art und Weise, wie immer natürlich, denn es ist... Es ist natürlich so, dass die Leute jetzt nicht sagen, hey, muss das sein? Müssen wir hier die ganzen Bäume abhacken? Das ist doch kacke. Eigentlich ganz gerne fast lieber diese mal, aber die kann man dann auch ausbauen mit Eisen und dann sind die eigentlich auch stabil. Kann man halt weiter ausbauen, ne? Aber um die auszubauen, brauche ich auch ein bisschen was an Eisen. Mal gucken, was wir so an Lawsome Eisen so da haben und ob wir hier die alle zerdengeln können. Die anderen Spicke sind natürlich an sich auch ganz geil, aber die muss man halt dann schon auch regelmäßig immer wieder repairen, sonst gehen sie halt truff. So, guck dir das doch mal an hier. Und Holz haben wir da jetzt hier noch. Gut, ich werde jetzt hier keine. Oh, komm hier, das kannst du mal. Das hier mal so ein bisschen durchrödeln. So, Eisen haben wir ein bisschen da. Verstahlen werde ich sie jetzt nicht. Das muss ja nun nicht sein. Unschlüssig ist er. Mal jetzt gucken soll, ob hier noch Spikes eingelagert sind oder nicht. Ich hatte gedacht, da kommen, wenn welche eingelagert sind, das könnte nicht viel sein. Aber andersrum ist natürlich alles, was wir an Lagerplatz wieder freikriegen, auch nicht falsch. Aber da sind keine mehr. Ja. Auf jeden Fall die Art und Weise, wie die das angehen, ist halt... Es wird wieder mit Argumenten um sich geschmissen, die teilweise, möchte man meinen, ein wenig... Kann die natürlich gleich aus Alteisen machen. Dann würde ich das Holz einfach sparen. Dann soll ich aber jetzt erstmal ein bisschen durchrödeln, dann kann ich so lange ein bisschen Zeug wegbringen, sonst ist das immer ein Spike sitzen und wieder warten und wieder ein Spike sitzen und wieder warten. Das ist ja auch doof. Ich kann auch nichts. Ja, lass ich nochmal da, falls wir es nochmal brauchen. Du, jetzt sitzen die halt da so rum, genau. Ja, die Argumentation ist halt, wie kann man denn einen 12.000 Jahre alten Wald umhacken? Der älteste mitteleuropäische Mischwald. So sagt man. Es haben wahrscheinlich irgendwelche Forscher herausgefunden, dass gerade bei diesem Waldstück, ne, dass es da irgendwelche historischen Spuren gibt, ne, wie das ja auch, historische Spuren im Teutoburger Wald gab, wo damals sich die Germanen wohl mit den Römern kloppten und da, ich habe mich da jetzt zugegeben, gar nicht genau informiert, aber wahrscheinlich haben sie irgendwie entdeckt, dass, ja, keine Ahnung, da irgendwelche Neandertaler gefunden wurden oder so. Dann sagt die ganze, heißt die ganze Zeit, seit 12.000 Jahren seit der letzten Eiszeit. Woher nehmen die diese Information? Das ist ja dann an der Stelle der Punkt. Und ich würde mal behaupten, dass meine Spikes nicht mal ansatzweise reichen. Ja, das sind also höchstwahrscheinlich die letzten Informationen, die ältesten, die sie irgendwie zusammentragen konnten. Vorher weiß man es nicht, keine Ahnung. Ja, diese Informationen nehmen sie, weil sie natürlich großartig klingen, 12.000 Jahre alter Wald bestehend seit der letzten Eiszeit. Wahrscheinlich ist der Wald sogar noch älter. Denn, man mag es kaum glauben, es passiert doch selten, dass irgendwo... Oh. Und jetzt auf gleich einfach ein Wald entsteht. Stirbst du? Tschüss. Bye bye. Und das ist jetzt egal, ob das ein Wald irgendwo bei Hambach ist oder ob das jetzt der Bayerische Wald ist, der Thüringische Wald, der Schwarzwald, der Taunus.
Diese Wälder sind alle im Grunde genommen uralt. Denn die sind jetzt mal alle nur nicht irgendwie im Laufe der Zeit von irgendjemandem gepflanzt worden. So sind die Römer vor 2000 Jahren schon durch den Taunus gestapft und hatten da auch schon Bäume stehen. Und ich nehme mal an, Jahre vorher hat es die Bäume auch schon gegeben. Es ist nur nichts irgendwie in der Gegend gefunden worden, was darauf schließen lässt, dass es wirklich so war. So kann man es halt nicht beweisen. Aber die Argumentation hakt auf jeden Fall an der Stelle so ein bisschen. Ja, das ist das eine.